Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben jetzt hier das wunderbare japanische Bier Kirin Ichiban in der 0,33 Liter Dose mit 5% Volumen Alkohol. Gebraut ist das mit Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Ja, okay, also ein japanisches Bier ist das. Und wir sind sehr gespannt, was das für uns bereithält. Ja, schöne Dose, wie ich finde. Also man sieht hier typisch für Japan natürlich einen Drachen drauf und dann japanische Schriftzeichen, die wahrscheinlich vor dem Genuss waren. Man weiß es nicht, wir werden es gleich herausfinden. So, wir klopfen hier mal kurz ein bisschen auf die Dose. So, machen wir es ganz auf. Mhm. Gut gefüllt, wir schnuppern erstmal hier. Nach gar nichts, riecht absolut nach gar nichts. Wir müssen das Ganze hier in unser Testglas reingeben, um irgendwie mehr darüber erfahren zu können. So, ja, das ist doch ganz schön gelungen hier. Darf sich gerne eine schöne Blume bilden. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Ja, geht noch, alles gut. Ja, dann gucken wir uns das Ganze erstmal an. Macht erstmal hier einen schönen Eindruck im Glas. Geringe Perligkeit aber nur zu sehen. Und ja, so ein feinporiger Schaum, das kann ich definitiv bestätigen. Schöner, fester Schaum auch an dieser Stelle. Also sonst wäre es jetzt eben echt übergelaufen, aber der hat wunderbar gehalten. Tja, so im Glas betrachtet, ich übertreibe es jetzt hier echt ein bisschen, aber das müsste funktionieren bei so einem festen Schaum, ja. Und es funktioniert. So, Kirin Ichiban, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich irgendwie der glückliche Drache oder irgendwie frohes neues Jahr. Ja, ja, ja. Und den haben wir jetzt hier im Glas. Und ja, das macht natürlich hier einen wirklich sehr, sehr schönen Eindruck erstmal im Glas. Auch wenn es nur eine geringe Perligkeit hat. Aber es sieht wirklich aus wie ein Pilzbier. Ja. Dann gucken wir mal, wie das sich so im Geruchstest verhält. Aha. Ja, kommt auf jeden Fall Hopfen durch. Ja, nicht so aromatisch wie jetzt, wie man das gewohnt ist von deutschen Biersorten. Aber okay, ich finde, macht erstmal echt einen akzeptablen Eindruck. Also, Prost, Geschmackstest. Ja, okay. Ja. Okay. Okay. Es ist okay. Vom Geschmack her auf jeden Fall okay. Aber irgendwie ein komischer Beigeschmack. Hopfig ist es, ja. Aber ja. Also gut, wenn ich jetzt mal irgendwie in Japan wäre und ich hätte eine Möglichkeit, hier das Bier zu trinken, würde ich mir das bestellen. Weil das ist durchaus trinkbar. Ist jetzt nichts so ganz Schlechtes, aber auch halt, ja, kommt nicht an ein gutes deutsches Bier ran, das stimmt schon. Schöne Perligkeit im Mund. Bisschen bitter im Abgang, aber irgendwie auch, dann auch wieder wässrig. Da fehlt so ein bisschen der Bums. Also der Hopfen ist so angedeutet, aber irgendwie kommt der Hopfen dann doch nicht so richtig durch beim Abgang. Also ja. Gut, ist wahrscheinlich für Japan, da wird eh wenig Bier getrunken. Die trinken ja eher Sake und sowas. Da wird das sicherlich ein sehr gutes Bier sein, könnte ich mir vorstellen, weil es annähernd nah an ja, fast ein europäisches oder deutsches Bier sogar rankommt, ne, von der Ähnlichkeit des Geschmacks. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da schon bestimmt ein sehr gutes Bier ist. Aber so im Vergleich mit den deutschen Biersorten ist es dann einfach nur unteres Mittelmaß, wenn überhaupt. Ja, trotzdem denke ich mal, ein ganz netter Testhobel, um auch mal sowas aus einem anderen Land zu testen. Ja, weil auch andere Länder haben Biersorten und die muss man ja auch mal testen. Ne? Also in dem Sinne, danke fürs Zusehen und schönen Abend.